In diesem Video seht ihr, wie Gravitrex Höhensteine aus Klopapierrollen gebastelt werden können. Und los geht's! Ihr braucht natürlich drei leere Klopapprollen, Tesafilm oder Kleber, eine Schere, ein Lineal, einen Bleistift und einen Winkel oder ein Geodreieck. Für das Einsetzen in die Bahn werden zwei graue Höhensteine benötigt. Die Kanten der Sechsecke sind ca. 17 mm lang. Die Klorolle wird später in das sechseckige Feld eingesteckt und auf der Unterseite werden die Kanten des Sechsecks in die Klorolle eingesteckt. Als erstes muss die Klorolle durchgeschnitten werden, und zwar möglichst gerade. Legt dafür das Geodreieck oder den Winkel an die Kante und zieht einen geraden Strich im 90-Grad-Winkel. An diesem Strich schneidet ihr die Klorolle durch. Nach dem Schneiden rollt sich die Pappe immer in ihre ursprüngliche Position zurück, biegt sie darum etwas in die entgegengesetzte Richtung. Sechs Kanten mal 17 mm sind 102 mm insgesamt, also 10,2 cm. Unsere Pappe müsste also mindestens 10,2 cm lang sein, um in das Sechseck der Höhensteine zu passen. Rechnet noch einen Zentimeter drauf, um eine Klebenaht und mehr Stabilität zu haben, also 11,2 cm. Die Rolle ist ausgerollt, natürlich länger, darum wird sie später noch gekürzt. Zeichnet nun von der linken Seite aus alle 17 mm einen Strich, bis ihr bei 102 mm angekommen seid. Macht danach noch bei 11,2 cm einen weiteren kleinen Strich. Dreht die Pappe herum und macht auf der anderen Seite ebenfalls die Striche, achtet dabei aber darauf, die Seiten nicht zu verdrehen. Sind alle Markierungen gesetzt, verbindet mit Bleistift und Lineal die beiden letzten Striche bei 11,2 cm und schneidet die Pappe dort ab. Nehmt nun das Lineal als Hilfe und faltet die Pappe an den sechs Strichen. Wenn ihr in die Richtung faltet, in die sich die Pappe sowieso immer einrollen will, geht es etwas leichter. Setzt dann das 1 cm Endstück nach außen, so dass das andere Ende der Rolle genau in der Faltecke des kurzen Endstücks sitzt. Fixiert die Rolle dann mit einem Klebeband bzw. Tesafilm. Derselbe Arbeitsschritt muss auch am anderen Ende vorgenommen werden. Mit Tesa geht das einfacher als mit Klebeband, weil es direkt klebt. Hilfreich ist es auch, einen Tesastreifen ganz von oben nach unten zu verwenden. Auch wenn die Rolle jetzt aussieht wie irgendetwas zwischen rund und sechseckig, lässt sie sich doch recht einfach in den unteren Höhenstein einsetzen. Beim oberen wird es etwas kniffliger, hier müssen die unteren Kanten des Höhensteins in die Pappe eingeführt werden. Das klappt nicht immer auf Anhieb, funktioniert aber mit etwas Übung. So habt ihr mit zwei Höhensteinen und einer leeren Klorolle eine Höhe von 11,5 Höhensteinen erreicht, also direkt mal 9,5 Höhensteine eingespart. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, scheinbar sind nicht alle Papprollen immer gleich lang, hier kann es also zu Unterschieden kommen. Einfach vorher mal alle drei Rollen aneinander halten. Und nun viel Spaß beim Basteln und beim Einbau eurer neuen Höhensteine in die Gravitrex Kugelbahn.